Ich habe ziemlich viele schöne Bücher im April gelesen, aber drei Stück stechen doch nochmal aus der Masse hervor, weil ich sie einfach ganz besonders großartig fand und es mich auch nicht wundern würde, wenn sie am Ende des Jahres bei meinem Rückblick auf das komplette Jahr 2019 nochmal als Lieblingsbücher auftauchen werden. Und diese drei Bücher möchte ich euch jetzt gerne einmal vorstellen. Es gibt hier keine besondere Reihenfolge, sondern ich stelle sie jetzt einfach in der Reihenfolge vor, in der ich sie gelesen habe. Und das war dann als erstes Verlangen von Jeanette Winterson, das ich im Secondhand-Buchladen gesehen habe, als ich einige Bücher aussortiert und dorthin gebracht habe. Und im Gegenzug durfte ich mir ein paar andere mitnehmen, quasi so als Tauschgeschäft. Das war ganz schön. Und das hier ist ein wunderbares Beispiel für ein Buch, das ich allein von Cover, Gestaltung und Titel her niemals mitgenommen hätte. Aber ich kenne die Autorin und bin nach wie vor neugierig, ihr Werk besser kennenzulernen. Ich habe in der Vergangenheit zwei Bücher von ihr gelesen, die ich gut fand. Wahrscheinlich sogar sehr gut. Das wäre zum einen Oranges Are Not the Only Fruit und Sexing the Cherry. Von beiden gibt es auch ältere deutsche Übersetzungen. Aber erst mit diesem Buch hier habe ich wirklich begriffen, warum es diesen Hype um Jeanette Winterson gibt und warum es so viele englische Booktuber gibt, die immer wieder von ihr schwärmen. Denn dieses Buch war wundervoll. Es ist ein historischer Roman und wir folgen zwei verschiedenen Hauptpersonen und zwei verschiedenen Handlungssträngen, die dann später aufeinandertreffen und sich miteinander verbinden. Das ist zum einen Henri, ein französischer Bauernsohn, der sich Napoleons Heer anschließt und mit der wichtigen Aufgabe betraut wird, Napoleon seine Hähnchen zu servieren. Denn irgendwie ist Napoleon kaum etwas anderes als Hähnchen. Und zum anderen ist da Villanelle, eine Bootsmannstochter aus Venedig, die im Casino arbeitet. Die beiden treffen in Russland aufeinander, nachdem Villanelle von ihrem Ehemann als Prostituierte an das französische Heer verkauft wurde. Ihr merkt, es war nicht die große Liebe. Und sie beschließen dann zusammen, also Villanelle und Henri, zu desertieren und machen sich mitten im russischen Winter zu Fuß auf den Weg mit dem Ziel, zurück nach Venedig bzw. Frankreich zu gelangen. Dieses Buch hat so viel, was ich an Büchern liebe, nämlich magischen Realismus, überzeugende Figuren, eine überzeugende Handlung, einen wunderschönen Schreibstil und dann dazu noch vieles, was ich auch schätze an Büchern, wie ein beißender Humor, dieses historische Setting oder eine schöne Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen. Ich finde auch dieses magische Venedig einfach so klasse, was Jeanette Winterson hier erschafft, wo so Absurditäten passieren, wo zum Beispiel die Bootsmannssöhne mit Häuten zwischen den Zehen geboren werden, sodass sie über das Wasser laufen können. Habe ich schon den wunderschönen Schreibstil erwähnt? Also ich habe wirklich immer wieder Sätze zweifach, dreifach gelesen, einfach weil ich sie so schön fand. Und ich kann euch nur sagen, lasst euch von Titel und Cover hier nicht abschrecken. Als nächstes habe ich für euch Dörte Hansens Mittagsstunde. Dörte Hansen ist eine Autorin, die ich mit leisem Neid lese, weil ich mir denke, ich möchte auch so schreiben können. Aber es ist ein schöner Neid, denn es macht einfach so viel Freude beim Lesen. Wir begegnen hier der Hauptperson Ingvar, der knapp 50 Jahre alt ist und in sein nordfriesisches Heimatdorf Brinkebüll zurückkehrt. Dieses hat er als junger Mann verlassen, um in Kiel Archäologie zu studieren. Und dort ist er mittlerweile als Dozent an der Uni angestellt und lebt immer noch in einer WG. Er hat jetzt von der Universität ein Jahr Auszeit bekommen und das möchte er dafür nutzen, in Brinkebüll für seine alten Großeltern zu sorgen. Diese haben Zeit ihres Lebens dort im Dorf eine Schenke mit Tanzsaal geführt, wo das ganze Dorf immer alles gefeiert hat, was es so, was man feiern kann und muss, also Taufen, Geburtstage, Hochzeiten, Beerdigungen. Und der alte Sönke, der Großvater, steht dort noch immer unerschütterlich hinter der Theke am Zapfhahn, obwohl er schon nicht mehr so gut zu Fuß ist. Und Ella, die Großmutter, ist mittlerweile dement. Und um die beiden möchte sich Ingvar eben in Ruhe kümmern dieses Jahr über. Dörte Hansen erzählt das nicht linear von vorne bis hinten, sondern sie springt in der Zeit. Und wir erfahren von dem Brinkebüll vor Ingvars Geburt, während seiner Kindheit, während seines Aufwachsens und dann auch zu der Zeit, als er es verlassen hat und nach Kiel gegangen ist. Und in der Jetztzeit also, als er dann zurückkehrt. Währenddessen erzählt Dörte Hansen dann auch von dem Landnutzungswandel, der in ganz Deutschland stattgefunden hat. Also wie die Flurbereinigung kleine Felder zu großen zusammengelegt hat, damit man sie besser bewirtschaften kann. Wie Feldwege asphaltiert und ausgebaut werden, damit man besser drüber fahren kann. Dafür müssen dann eben auch große alte Bäume vielleicht weichen, die auf beiden Seiten der Straßen stehen.
Die ganze Landschaft wird einfach aufgeräumt und produktiv und wirtschaftlich gemacht. Kleine Bauern müssen sich dem Wandel der Zeit anpassen, müssen von der Sense auf die Maschinen umsteigen und dann auf immer größere Maschinen. Und solche, die sich nicht anpassen wollen, die werden von größeren Bauern geschluckt. Und zwischen den Zeilen lesen wir dann auch von dem Verschwinden der Natur in unserer Landschaft. Ich sage zwischen den Zeilen, weil ich glaube, für Dörte Hansen steht es nicht im Vordergrund, sondern ihr geht es eher um diesen gesellschaftlichen Wandel. Und mir ist das wahrscheinlich besonders aufgefallen, weil Natur und Naturschutz einfach Themen sind, die bei mir immer sehr präsent sind im Kopf. Aber sie erzählt eben auch davon, wie die Schwalben weniger werden, wie die Feldblumen weniger werden, wie man keine Hasen mehr sieht, wie wenn der Bauer mit seiner Maschine mäht, er die Rehkitze übersieht, die im Gras liegen und diese einfach zerschreddert werden, wie die Störche nicht mehr zurück ins Dorf kommen, einfach weil die Landschaft, wie gesagt, so aufgeräumt und produktiv gemacht wird und für all diese Lebewesen dann kein Lebensraum mehr da ist. Wir erfahren aber eben auch von den Menschenschicksalen in diesem Dorf und die Menschen wachsen einem im Laufe der Geschichte unglaublich ans Herz. Da gibt es die unterschiedlichsten Charaktere. Es gibt den Dorflehrer, den Bäcker, die ganzen Bauern und Schulkinder und natürlich Ingvar und seine Familie. Mich hat dieses Buch unglaublich bewegt und berührt. Ich habe es vor gut 3 Wochen gelesen und denke immer noch viel daran. Als ich es abgeschlossen hatte, hatte ich einen ordentlichen Book-Hangover, soll heißen, ich konnte nicht direkt mit dem nächsten Buch anfangen, sondern ich musste erst in Ruhe von den Figuren und der Geschichte Abschied nehmen. Und bis heute finde ich schade, dass die Geschichte vorbei ist und ich nicht mehr erfahre, wie es mit den Figuren weitergeht. Ich bewundere Dörte Hansens Schreiben vor allem für ihre treffenden Charakterisierungen, für die starken Bilder, die sie findet, um Dinge zu beschreiben. Sie schreibt, finde ich, in einer sehr schnörkellosen Sprache und verwendet viele unvollständige Sätze. Ich glaube, im Deutschunterricht hätten wir sowas dann Ellipsen genannt, was ihren Ton etwas Nüchternes gibt, wie ich finde. Aber nichtsdestotrotz berührt es einen so und wachsen einem die Menschen so ans Herz. Die nordfriesische Landschaft übrigens lässt sie auch ganz toll lebendig werden mit den Naturgewalten, die dort einfach seit Jahrtausenden tun, was sie wollen und sich nicht um die Menschen und ihre kleinlichen Sorgen kümmern. Oder um es mit den Worten von Dörte Hansen zu sagen, es ging hier gar nicht um das bisschen Mensch. Es ist ein Buch, bei dem ich glaube, dass es einer großen Bandbreite von Menschen gefallen kann. Und tatsächlich weiß ich auch, dass es sehr vielen Menschen gefällt. Es ist bereits ein großer Erfolg. Also vielleicht ist es ja auch etwas für euch. Und zu guter Letzt habe ich dann für euch Die Wachsflügelfrau von Eveline Hassler. Es ist eine Romanbiografie, die das Leben der Emily Campin Spüri erzählt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es ist ein schweizerischer Nachname. Sie war die erste Juristin Europas, also die erste Frau, die Ende des 19. Jahrhunderts Jura studiert und ihren Abschluss gemacht hat. Es erzählt von ihrem Leben und von den vielen Hindernissen und Vorurteilen, die sie überwinden muss, von dem Balanceakt, den sie irgendwie meistern muss, viel mehr als alle Männer zu der Zeit, weil sie eben neben dem Studium und neben dem Beruf auch immer sich um 3 Kinder und den Haushalt kümmern muss. Und als sie dann endlich das Examen in der Tasche hat, wird ihr verboten, als Anwältin zu arbeiten, weil irgendeine Klausel im Gesetz gefunden wird, die das Frauen verbietet. Emily wandert dann tatsächlich mit ihrer gesamten Familie nach New York aus, weil es heißt, dort sind die Frauen etwas freier. Dort gelingt es ihr zumindest, juristische Seminare an der New Yorker Universität zu geben. Sie kehrt auch später in die Schweiz zurück und lehrt als Privatdozentin an der Universität in Zürich. Aber ihr großer Traum ist es eigentlich immer, Anwältin zu werden. Und das wird ihr nach wie vor nicht erlaubt. Das heißt immer, es wird bald eine Entscheidung dazu geben, die wird aber immer weiter aufgeschoben. Und währenddessen wird Emily einfach auch immer älter und spürt, dass ihr die Zeit davonläuft. Der Titel Die Wachsflügelfrau kommt nicht von ungefähr. Das spielt auf die Ikarus-Sage an. Viele von euch kennen sie wahrscheinlich, aber vielleicht noch einmal in aller Kürze. Es ist eine griechische Sage, in der Daedalus und Ikarus aus einem Gefängnis ausbrechen wollen. Dafür baut Daedalus Flügel, indem er Federn mit Wachs an ein Gestell klebt. Und tatsächlich gelingt es ihnen damit zu fliegen und zu entkommen. Doch Ikarus fliegt zu hoch, kommt der Sonne zu nah und
durch die Hitze schmilzt das Wachs und er stürzt ab. Und das ist sehr sinnbildlich für das Leben von Emily, denn sie landet gegen Ende ihres Lebens in der Irrenanstalt, wie die Einrichtung damals noch genannt wird. Und es ist kein Spoiler, denn das erfahren wir schon auf den ersten paar Seiten. Bloß die genauen Umstände, warum diese intelligente, auf keinen Fall verrückte Frau in eine solche Anstalt eingewiesen wird, die sollen hier nicht verraten werden, denn das erfährt man tatsächlich erst gegen Ende des Buches. Aber wahrscheinlich ist das der Grund, warum ihre Lebensgeschichte so vergessen und verschwiegen wurde. Also in einer Art kleinen Vorwort und Nachwort und auch auf dem Umschlagtext wird klar, dass Eveline Hassler hier Emilys Lebensgeschichte gewissermaßen dem Vergessen entrissen hat. Dass die Geschichte, ja, sie vergessen hat, vermutlich, weil ihr Leben so wenig ruhmreich in der Irrenanstalt endete, obwohl sie so eine Vorreiterin war, was Frauenrechte angeht. Und tatsächlich ist das hier auch ein feministisches Buch, so drücke ich es mal aus. Und das ist ja etwas, was, glaube ich, auf BookTube momentan sehr hoch im Kurs ist. Also falls ihr noch auf der Suche seid nach Büchern mit starken Frauenfiguren aus einer Zeit, wo gerade die Frauenbewegung erwacht, dann ist das hier das richtige Buch für euch. Wie gesagt, ist es eine Romanbiografie, also Fiktion. Und Fakten werden miteinander verwoben. Alle Stationen in Emilys Leben sind tatsächlich so, wie sie gewesen sind. Es werden auch viele originale Dokumente zitiert. Also Zeitungsartikel, Protokolle, Briefe, das sieht man dann immer an den kursiv gestellten Stellen. Aber so Dialoge oder genaue Szenenhergänge, die hat Eveline Hassler eben mit ihrer Fantasie gefüllt. Vielleicht als einzige Kritik könnte ich sagen, dass es ein paar Stellen gibt, wo diese Verwebung von Fiktion und Fakten ihr vielleicht nicht ganz so gut gelingt. Also größtenteils liest es sich einfach wie ein Roman. Und dann reißt sie den Leser an ein paar Stellen daraus ein bisschen heraus, indem sie Vorgriffe macht. Oft sind die sogar so in Klammern gestellt, dass sie dann Dinge sagt wie, in 10 Jahren sollte das und das passieren. Und ich finde, wie gesagt, es reißt einen ein bisschen aus der Geschichte raus und schafft eine gewisse Distanz. Mich hat es nicht so sehr gestört, aber ich erwähne es mal, falls es euch stören könnte. Es sind nicht so viele Stellen, man kann drüber weglesen und eigentlich waren diese Einschübe an den Stellen auch immer interessant. Also ihr merkt schon, sobald ich etwas Negatives sage, rudere ich wieder zurück und sage, ist alles nicht so schlimm. Denn insgesamt hat dieses Buch mich total begeistert und ich glaube, es ist ein Buch, das jedem etwas geben kann. So, damit habe ich euch lange genug etwas vorgeschwärmt, glaube ich. Wie immer wäre ich an euren Gedanken sehr interessiert zu diesen Büchern oder lasst mich gerne wissen, was eure Highlights im April waren. Wie immer freue ich mich auf den Austausch mit euch in den Kommentaren. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wünsche euch viele schöne Lesestunden. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis bald.